Herr Kwasniok, hat heute leider nicht gereicht, war relativ knapp, aber 0 Punkte mal wieder zu Hause. Ja, so ist es. Am Ende zählen Ergebnisse, keine Frage, aber ich bin ein Freund dessen, dass Leistungen beurteilt werden, und da bin ich einfach absolut zufrieden mit der ersten Halbzeit, mit der zweiten Halbzeit leider nicht mehr so. Wir haben ein bisschen den Mut verloren, ein bisschen die Zielstrebigkeit auch vermissen lassen, auch gegen den Ball nicht mehr so aktiv gearbeitet, weil wir einen hohen Aufwand in der ersten Halbzeit betrieben haben und geht dann trotzdem mit dem Rückstand eben in die Halbzeit, und das war, glaube ich, schlussendlich auch der Grund, warum wir am Ende das Spiel verloren haben. Aber nichtsdestotrotz, die Leistung insgesamt zufriedenstellend. Wir können uns davon erstmal nichts kaufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, dass man Spiele irgendwann gewinnt, wenn die Leistung dauerhaft stimmt. Was hat in der zweiten Halbzeit nicht geklappt oder nicht mehr geklappt? Ja, zum einen waren wir nicht mehr ganz so gallig gegen den Ball und zum anderen nicht mehr so mutig mit dem Ball. Wir haben einfach dann das Spiel unheimlich einfach gestaltet mit dann vielen langen Bällen, haben dann unseren zentralen Stürmer zu häufig gesucht. Der Gegner hat sich dann relativ einfach darauf einstellen können. Und dementsprechend waren dann auch Chancen in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Mangelware. Und man hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass jetzt Lautern nicht unbedingt auf das 2-1 gedrängt hatte. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Remis rausgehen, können beide Trainer und Mannschaften ganz gut damit leben. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und wir müssen weiterarbeiten. Damit es auch bei den Punkten auch was rausspringt, was muss man da machen oder einfach nur geduldig sein? Nein, wir dürfen uns auch nicht in die Tasche lügen. Also Fakt ist, 5 Spiele, 3 Punkte, das ist kein Zuckerschlecken. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Unterschied, ob eine Mannschaft intakt ist, ob wir zielstrebig arbeiten, ob wir gute Leistungen abliefern oder ob wir uns hier ergeben. Und das ist ja zu keiner Sekunde irgendwie der Fall. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir den Bock umstoßen. Aber nicht, weil wir darüber sprechen, sondern weil wir ab morgen wieder zielstrebig aufs nächste Spiel arbeiten. Und irgendwann wird das Glück vielleicht auch so ein bisschen in unsere Richtung kippen. Und das ist das, was wir so ein Stück weit erzwingen wollen durch unsere Arbeit. Der Yannick, ich habe ihn vorhin auch interviewt, hat gemeint, dass man eigentlich sich ausgerechnet hat, oben mitzuspielen bei der Qualität, die man in der Mannschaft sieht. Wie ist da jetzt die Enttäuschung, dass man eben jetzt eigentlich gegen den Abstieg erstmal arbeiten muss? Und Also ist ja gut, dass die Jungs sich hohe Ziele setzen. Wir müssen, glaube ich, ein Stück weit bestimmte Dinge relativieren. Ich glaube schon sehr wohl, dass wir eine gute Qualität haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass man Spiele automatisch gewinnt. Da gehören andere Parameter eben auch dazu. Und da fehlt an der einen oder anderen Stellschraube. Es gilt in allererster Linie, Spieler auszubilden, sie besser zu machen in allen Teilbereichen. Und dann sind Ergebnisse, glaube ich, die logische Konsequenz. Und momentan dauert es einfach etwas. Ja, wir müssen einfach nur weiter arbeiten, weiter an uns glauben, individuell, aber auch als Mannschaft.